Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu War Tales und den räudigen Füchsen. Naja, mein Plan ist nicht aufgegangen hier mit diesen Bömpchen oder Handstreumunition oder wie auch immer das heißt, hier hinten irgendwie in irgendeiner Art und Weise voranzukommen bei der Tür zur Gruft oder Tür zum Grab oder wie es auch immer heißen mag. Ich möchte euch an der Stelle bitten, euch bei den Kommentaren zurückzuhalten. Bitte keine Spoiler. Ich möchte nicht irgendwie gesagt bekommen, was genau ich tun muss. Ich möchte das eigentlich gerne selbst rausfinden. Und wenn bis der Einfall kommt oder bis die Idee kommt, schauen wir mal. Wir haben noch genug anderes zu tun. Also von daher ist nicht schlimm. Diese beiden Dinger sind nach wie vor, kritisch, gefährlich, wie auch immer man es bezeichnen mag, denn es ist verbuggt, ja. Die waren zwischenzeitlich mal auf schwer gestanden, jetzt stehen sie wieder auf einfach. Ich habe keine Ahnung, was richtig, was falsch ist. Tja, wir könnten vielleicht hier hinten reingehen. Guck mal, den haben wir auch doppelt, ja. Die Leuchtturmmission haben wir doppelt. Die ist zweimal drin. Außerdem haben wir hier hinten ja nach wie vor noch das Problem mit dem Totenköpfchen. Und auch hier haben wir noch ein Problem mit dem Totenköpfchen. Das steht im Übrigen auf schwer. Die steht tatsächlich auf schwer. Okay. Tja. Gut, also, was machen wir? Ich weiß es nicht genau, was wir machen. Wir sollten eigentlich sollten wir gucken, dass wir unsere Leute ordentlich ausgerüstet bekommen. Allen voran Daerte und Jasmin, wo doch noch einiges fehlt, ausrüstungstechnisch. Und dann geht es ja weiter. Ne? Also Ausrüstung, erstmal die Rüstung, dann fehlen wahrscheinlich die bis zu 3 Rüstungsverbesserungen. Dann fehlen die Öle bei Jasmin ebenfalls. Also da ist noch Potenzial nach oben. Hier auch Pepper fehlt auch noch ein Öl. Hier fehlen Rüstungsverstärkungen und so weiter und so fort. Also da müssten wir schon noch, da geht noch was. Außerdem, und das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, sind wir aktuell 14 kämpfende Söldner. Und da sollte man eigentlich gucken, dass man auf die ungerade Zahl kommt, die 14, um die maximale Stärke einfach zu haben, weil erst bei jeder geraden Zahl die KI-Gegner wieder mit hochskalieren. Also erst ab 16 wird es dann wieder schwieriger, aber die Schwierigkeit, die wir jetzt mit 14 Gegnern, mit 14 eigenen Söldnern haben, die hätten wir mit 15 auch. Von daher machen wir es uns ein bisschen einfacher, wenn wir mit einer ungeraden Zahl kämpfen. Ich muss mal überlegen, was da ganz nett wäre. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, das war ja eigentlich so auch ein bisschen der Plan bei Jasmin. Mit dem Schwertkämpfer. Wir haben ja eigentlich hier schon 2 Schwertkämpfer mit Sandrina und Irbis. Wenn sie jetzt ein Schild bekommt, dann haben wir sie auf der gleichen Geschichte. Ach, so ein Zweihandschwert wäre natürlich auch irgendwie cool, ne? Vor allen Dingen hat sie die tapfere Kette, sehe ich gerade. Wir haben hier die... Wir haben sie eigentlich so... Stimmt, ich habe sie eigentlich so gelevelt hier, dass wir sie mit einem Zweihandschwert eigentlich ausrüsten wollen, weil die tapfere Kette kann sie momentan gar nicht schaffen mit einem Einhandschwert. Und das Bollwerk als passive Fähigkeit ist dann besser, ja, wenn sie kein Schild trägt, dann bekommt sie das Bollwerk als passive Fähigkeit. Wäre auch sinnvoller. Also von daher, das heißt, wir brauchen ein ordentliches Zweihandschwert für sie. Und wir würden dann diese Metis Copis, das würden wir an Sandrina oder Irbis geben, ne? Stärke plus 20. Den Crit-Schaden bekommt er, der kommt durch das Öl dazu. Also Stärke plus 20. Was macht das Ding? Hat auch Stärke plus 20.
Hat aber halt diese schöne Todesstoßfunktion, ne? Diese Todesstoßfähigkeit, dass sie 2 Tapferkeitspunkte generiert bei einer Tötung. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Müsste man dann halt auch, wenn man das Ganze Sandrina oder Irbis gibt, hätte man natürlich wieder die, ja, müsste man die Öle halt neu vergeben. Tja, und dann würde man wahrscheinlich eher das von Sandrina tauschen, ne? Denn da sind einfach nur die 2 Öle drauf. Ein normaler Schlag, Irbis des Kladius des Auge hat immerhin noch die Feuerfähigkeit. Auf die möchte ich eigentlich nicht verzichten. Tja, gut. Laufen wir halt mal weiter. Wir werden schon was finden, was wir tun können. Da unten ist auch schon wieder eine Patrouille. Gibt es hier irgendwas? Oh, schau mal. Ach genau, gibt es hier irgendwo eine... Nee. Guckt, ob irgendwo eine Mine war, aber auf der Seite nicht. Erst hier drüben sind Minen für die grauen Klumpen. Vielleicht gehen wir auch den hier an. Die Manit-Bande. Können wir uns auch mal anschauen. Die steht jetzt natürlich auch wieder auf leicht. Ich hoffe, sie ist auch leicht. Oh. Hä? Was ist hier? Komm, über die Brücke. Wo sind sie? Da laufen sie. Gehen wir es mal an. Stufe 11, die Manit-Bande. Es sind Verbrecher und Wilderer und so weiter. Das heißt, da könnten wir auch Gefangene nehmen. Zusätzlich zu den 485 vielleicht den ein oder anderen Kreuzer dazu verdienen. 3 Ketten haben wir, also 3 könnten wir gefangen nehmen. Ich versuch's mal im Hinterkopf zu behalten. Ihr wisst, dass das oftmals nicht so klappt, wie ich es mir vornehme. Aber ich gebe mein Bestes. Gehen wir rein. So, da wären wir. 14 gegen 12 und wie wir sehen, es gibt keinen Nachschub. Von daher stimmt wahrscheinlich jetzt, oder zumindest in diesem Kampf, die Anzeige mit leicht und nicht schwer. Sonst müsste da eigentlich, müssten Nachschubwellen kommen. Wir haben hier 6 Mann stehen. Wir haben hier nochmal 6. Also das sind dann die 12. Deswegen gucken wir, dass wir das relativ, ja, konzentriert erstmal auf diesen Block hier gehen, denn da ist Manit die Ungehobelte dabei, die Anführerin, und die gibt böse Anführer-Perks weiter. Aggression des Anführers, kritische Trefferchance um 40% erhöht. Oh, Entschuldigung. Und kritischer Schaden um 30% erhöht. Also sie treffen um 40% besser und machen dann nochmal 30% Schaden. Das heißt, die sollte relativ... Ich sehe gerade das Bild dazu. Manit, die Ungehobelte mit Vollbart. Okay. ja, hatten wir im Stream das letzte Mal schon sowas in der Art. Gut, also dann würde ich sagen, fangen wir mit Tom Fuchs an. Wir gehen hier rein und gucken, dass wir vielleicht gleich mal die 3 Stück hier treffen. Inklusive Manit. Ah, das klappt wahrscheinlich wieder nicht, ne? Treffe ich hier wieder nur 2. Ja, das funktioniert so nicht, wie die stehen, ne? Wie viel Bewegung hätte ich noch? Kann ich noch was tun? Aber probieren wir das. Ah, nee. Funktioniert nicht. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weggehe, dann treffe ich den anderen wieder nimmer, oder? Ja, dann ist er auch weg da unten. Also treffe den nur... Von hier, sobald ich hier hingehe, ist wieder weg. Von hier. Ah. Schau mal, obwohl das Feld berührt. Obwohl er berührt, zählt es als nicht als Schaden.
Schade, schade, schade. Ich berühre jetzt eigentlich alle. Jetzt ist der oben nicht eingeblendet und der unten auch nicht. Das ist komisch. Nun denn, das heißt, ich nehme die beiden. Ah, jetzt habe ich vergessen, den Fokus des Banditen reinzuklicken. Verdammt. Und damit habe ich den ein oder anderen Grid-Treffer verschenkt, wahrscheinlich. Fokus des Banditen. Da ist er, der Crit-Treffer. Okay. Zug beenden. So, jetzt kommt er. Haben wir hier oben Sunny? Kann ich? Oh, komm ja nicht vorbeigelaufen. Oh nein! Das ist ein Fernkampf. Gurke. Gurke kommt aber hier rein, ist da was? Das machen wir mit Gurke. Ach, jetzt holen wir uns den mit hier und dann ist der Anführer hoffentlich gleich Geschichte. Mit oder ohne Vollbart. Gurke verstümmelt sie alle. Zack. 244 und der ist auch weg. Gut. Das war's. Damit ist der Bonus weg und wir haben ein 14 gegen 9. So, er kommt als nächstes, aber er erreicht keinen und dann haben wir hier den ersten Übeltäter und hier den zweiten. Okay. Ach, wisst ihr was? Dann nehmen wir Irbis. Gerinnungshemmende Waffe. Schlagen ihm eine Blutung. Der erste darf hier kommen, kommt aber nicht nah genug an uns ran. Die Frage ist, wollen wir hier eigentlich? Natürlich jetzt ein bisschen Schaden. Gegen die Übeltäter bringen die Fernkämpfer nichts. Der Dreieckschild hier, der schluckt 90% des Schadens. Machen alle Flächenschaden hier. Das ist nicht so schön. Jetzt müssen wir den hier eigentlich noch binden oder ja, bleibt ja nichts anderes eigentlich, ne? Sandrina destabilisieren. Jetzt könnten wir ablenken. Wisst ihr was? Machen wir. Holen uns den Tapferkeitspunkt. Gehen hier auf Zeit. Ist okay. 6 Schaden. 6 Schaden, 80 zurück mit Riposte. Das lohnt sich. So, den werden wir eh nicht töten. Jetzt können wir den Michel machen. Wir werden mit dem Michel mal hier einen zurückstoßen. Holen uns erstmal die Brutalität von Schaschlik. Ja. 130 Verlangsamung. Jetzt schauen wir mal, kann der uns überhaupt jetzt noch erreichen? Kann er, ja, da vorne eventuell Jasmin, aber ansonsten nicht. Dann nehmen wir den zweiten auf ihn hier. Oh. Entschuldigung, Jasmin. Also, Michel entschuldigt sich. Scheiße. Das war unschön. Das war unschön.
So, hier haben wir noch einen Ganoven. Einmal. Boah, zweimal. Hat er noch 32? Aber er macht 113 zurück. Ist auch ordentlich. So, da hinten haben wir einen Gauner. Der erreicht uns nicht. Dann kommt dieser Marodeur. Der kommt natürlich ran. Es sei denn, wir... Ja, den können wir jetzt auch wieder, ne? Ja. Wieder den falschen getroffen, den ich nicht treffen wollte. So, Jasmin muss ich hier wegziehen. Bringt ja nichts. Ah, der hat Gift weitergegeben an See. Das ist auch nicht schön. So, Schaschlik hat hier aber eine schöne Reihe. Wir machen mal Zielen. Dann können wir hier nämlich 3 Stück erwischen. Und ansonsten gehen wir hier zurück. Ne? Schauen jetzt mal, der erreicht uns nicht in der Runde. Der nicht, der eh nicht. Der schon. Hm. Ja, ärgerlich hier, dass ich mich hier selbst beschossen habe. Okay, pass auf. Wir hauen ihm einen Crit-Treffer. Hoffen. Okay. Jetzt gehen wir zurück an Schaschlik ran für die Brutalität. Und dann ziehen wir hier mal auf. ...101. Plus Verwundbarkeit. Ich glaube mit Fuchsia können wir... Wir kriegen... Ah, für einen Kill kriegen wir einen Tapferkeitspunkt. Also komm, dann nehmen wir den da oben raus. Und... Ach so, Stichwort Gefangennahme haben wir ja noch. 3. Wollten wir gefangen nehmen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Den hier zum Beispiel. Nee, das ist ein Veteran. Den können wir gar nicht. Ah, und der nervt. Der gibt seinen Giftschaden hier weiter. Das liegt wieder... Das ist der Helm. Diese Helmfähigkeit oder so. Das ist auch ein Veteran. Hier drüben. 1, 2, 3. Ja. Also hier sind keine Veteranen dabei. Die wären alle theoretisch noch gefangen zu nehmen. Wir wissen ja, wir können ja eh nur 3. So, Schwarz-Weiß. Auch er holt sich jetzt ein bisschen Giftschaden ab, aber jetzt teilt er halt mal aus hier. 165. Damit ist seine Rüstung jetzt weg. Seine Abwehr weg. Und wir setzen die Raserei ein. Jetzt hat er. Jetzt stehen hier plötzlich nur noch 43 und mit Zorn können wir ihn töten. Wir heilen Jasmin. Die Beziehung zwischen Sandrina und Schwarz-Weiß hat sich verbessert. Sehr gut.
So, und der, ja, der wird jetzt Schaden machen. Und der trifft im Zweifel trifft er jetzt alle drei. Saublöd. Saublöd gestellt. Naja, gut. Den einen Schritt hättest du jetzt auch noch machen können. So. Du kommst als erstes dran. Das wollen wir verhindern, dass du noch einen Zug bekommst. Okay, 80. Wir nehmen jetzt auch noch, jetzt hauen wir die Tapferkeitspunkte raus. Ist egal. Okay, schwarz-weiß und jetzt kann er... Dank Willenskraft steht er noch. So, der Nächste, der dran kommt, bist du. Treffen wir mal die beiden. Dann schenken wir dem hier ein. Okay, so, 119, das müsste sie eigentlich schießen, wenn er reinläuft, ne? Die anderen sind jetzt kritischer. Die beiden da hinten, die sind noch uninteressant, die erreichen niemanden. Aber der Rest muss weg. Wir haben hier noch Pepper. Zurückwerfender Schuss wäre natürlich für ihn hier ein Traum. Shit, jetzt ist der Overwatch schon weg. Das heißt, ja, können wir aber, kriegen wir hin. Oh, der steht hier wirklich mit 3. Ist dein Ernst? Okay. 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 Die sollten beide fällig sein. Und wir haben jetzt genug Punkte. Das heißt, wir können mit ihr den Erstschuss hier draufsetzen. So, dann kommt mal. Nein! Jetzt läuft der da oben entlang. Jetzt läuft der da oben entlang. Na, so ein Scheiß. okay. Wunderbar. Wunderbar. Er steht noch mit 12 HP. Das heißt, den können wir gefangen nehmen. Catweasel. Ja, kommt nicht ran. Der Erte. Haben wir. Gut, der wird eh erschossen. Da müssen wir gucken, dass wir den noch. Der war jetzt noch nicht dran. Den müsste man irgendwie binden. Haben wir jemanden zum Provozieren? Weiß ich nicht. Wir gehen mal hier runter. So. Gurke. Er zieht sie in Nahkampfreichweite. Heißt aber nicht, dass er automatisch auch
gegen ihn kämpft, ne? Irbis, ich krieg Irbis nicht bis ran. Wir bringen Irbis mal nach vorne. Jetzt kann sein, dass das Ganze jetzt eine Runde länger dauert, als, weil der war schon dran, der wird erschossen. Ich bewege den ganzen Rest einfach nicht. Wir heilen hier mal. So, wo stehen wir hier am besten? Hier. Holen wir uns die 4 Tapferkeitspunkte. Passt. Und dann werden wir das Ganze in der nächsten Kampfrunde noch beenden. Wie gesagt, ich habe es jetzt ein bisschen in die Länge gezogen, beziehungsweise versucht es jetzt so hinzudrehen, dass wir diese 3 Gefangenen auch tatsächlich noch nehmen können. Ob es gelingt, wird sich zeigen. So, der stirbt jetzt. Aber die beiden anderen sind potenzielle Gefangene noch. So, er kommt näher. Jawohl, fängt sich sogar ein Schuss. Das ist auch gut. Kriegt noch einmal zu. Riposte und ja, ist eigentlich jetzt schon in der Lage, gefangen genommen zu werden. Und der andere ist ebenfalls schon bei 40. Das heißt, Irbis, du gehst an ihn ran und machst einfach nur provozieren. Nee, doch, provozieren. Genau, jetzt kämpfen sie. Und jetzt können wir versuchen, ihn gefangen zu nehmen. Der Erte hier. Jawohl. Und ja, Tom Fuchs da. Gut. Das war's. Dann haben wir doch alle 3 bekommen. Also das waren die 3 Ketten. Mehr hätten wir eh nicht gehabt. Das heißt, 19 Gold hatten sie so dabei. Wir haben ein bisschen Würze. Sachen werden dann wieder weggeräumt. Wir haben eine Babuta des Gesetzlosen, erfordert Stufe 10. Können wir noch gar nicht nutzen. Dietrich. Und was ist das? Haube des Rädelsführers, erfordert auch Stufe 10. Willenskraft, Grit und Giftfähigkeit. Könnten wir mal aufheben. Könnte vielleicht was für Catweasel sein. So, eine Verwundung. Jade. Kann keine Crit-Treffer mehr erzielen. Das sollten wir behandeln. Und hier brauchen wir 10 Rohmaterialien. Wir haben nur 13. Nee. Bogenschütze reparieren wir nicht. Nö. Jade. Nö. Nö. Das reparieren lassen wir mal. So, ihr habt die Kopfgeldmission abgeschlossen und damit die 485 verdient. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Feierabend für heute. Und tja, vielleicht haben wir hier ja auch Glück und es ist nach wie vor auf einfach, so wie es tatsächlich auch dort steht. Könnte man... Die Meute haben wir auch noch. Die Meute von Drombach, die Geistermeute, die könnten wir auch noch jagen. Befolgt die Anweisungen der Jagd von Drombach, um die Geistermeute zu finden. Einen kleinen Moment. Die haben wir hier, ne? In dem Bericht wird eine Gelehrte erwähnt, die auf dem Weg zum Wasserfall der Monumente verschwand. Der Wasserfall der Monumente. Hier sind, glaube ich, Wasserfälle, oder? Das heißt, das wäre dann der Anfangspunkt oder so. Müsste man mal schauen. Das ist, glaube ich, hier der Wasserfall der Monumente. Oder hier ist zumindest ein Wasserfall. Könnte sein, dass das das ist. Gut, in diesem Sinne, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, Leute, haut da rein. Tschö, tschö.